Hallo an alle Strandfiguren, mein Name ist Kolja Barkon, hier der Abnehmcoach auf YouTube und wir schauen uns eine Ernährungspyramide an, die hier in der klassischen Weise mal aufgemalt wurde. Und zwar fand ich das sehr interessant. Ich lese gerade ein brandneues Buch, das nennt sich Death by Food Pyramid, übersetzt so viel wie Tod durch die Ernährungspyramide von Denise Minger. Und ist ziemlich interessant, weil sie klärt hier in diesem Buch über ziemlich viele Fehler auf, die in der Wissenschaft, vor allem in der Ernährungswissenschaft, halt ständig gemacht werden. Und was ich gleich am interessantesten fand am Anfang war, die Tatsache, wie die Ernährungspyramide damals in Amerika zustande kommt. Wir schauen uns die ganze mal an. Und zwar haben wir hier ganz unten, also das sind die Lebensmittel, die man am meisten essen soll, um gesund und munter zu leben, und oben halt am wenigsten. Das heißt, unten haben wir vor allem Brot, Müsli, Reis und Pasta. Dann darüber kommen Früchte 2 bis 3 Mal und Veggies, also Gemüse 3 bis 5 Mal am Tag. Dann Milch, Joghurt, Käse 2 bis 3 Mal, Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse 2 bis 3 Servings. Servings ist immer so eine Art Maßeinheit, das bedeutet nicht 2 bis 3 Steaks oder 6 bis 11 Teller Nudeln am Tag. Und ganz oben dann Fette, Öle, Butter und Süßes und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Ernährungspyramide durch die sogenannte USDA, ja, eingeführt wurde. Und die USDA ist das United States Department of Agriculture, ja, also Landwirtschaft. Und die haben Top-Level-Ernährungs-Scientists und Spezialisten angeheuert in den 70er Jahren, hier steht, ich darf nicht zu viel vom Buch zeigen wegen Copyright und so, angeheuert, um so eine Pyramide zu erstellen als aktuelle und allgemeine Richtlinie. Das Interessante war, dann gab es eine Frau, die hieß, wie hieß die noch gleich, Louise Light, und die hat eine ganz andere Pyramide vorgeschlagen, als ihr hier seht. Ihr Vorschlag war, Moment, ich muss das kurz mir anschauen, damit ich es besser, hier seht ihr meinen Korn, ne? Der ist auf jeden Fall nicht auf der Pyramide, den nehme ich immer, um hier oben das ganze Zeug zu reinigen, weil es ist gar nicht so einfach. Aber zurück zum Thema. Und zwar hat sie vorgeschlagen, dass man statt dieser 2 bis 3 Früchte und Gemüse und so, dass man insgesamt 5 bis 9 Servings, also 5 bis 9 kleine Einheiten an frischen Früchte und Vegetables pro Tag isst. Dann Proteinfoods, also proteinhaltige Lebensmittel wie Fleisch, Eier, Nüsse, Bohnen, sollte man 5 bis 7 Ounces täglich aufnehmen. Ounces, die Umrechnung muss ich gleich nochmal, schreibe ich gleich in die Kommentare, weiß ich gerade nicht. Das heißt, auch mehr hiervon, und man sollte so viel wie möglich die leeren Kalorien vermeiden, ja, weil die ursprüngliche Pyramide, die hat zwar Süßigkeiten hier oben hin gemacht, aber unten standen solche Sachen wie Cereal und Müsli, und wir wissen ja alle, wie viel versteckte Zucker da drin sind, ja. Und was auch noch interessant ist, hier steht, ich lese es kurz vor, instead of promoting what would soon become a nationwide fat phobia, Light's Guide recommended 4 daily tablespoons of cold pressed fats like olive oil, flaxseed oil, in addition to other naturally occurring fats in food. Das bedeutet, die haben damals, also diese Ernährungsexpertin hat denen gesagt, Leute sollen mehr gesunde Fette essen und die Fette nicht vermeiden. Und dann hat die USDA aber gesagt, nö, das könnt ihr vergessen, wir werden das Ganze jetzt nochmal umändern, und haben die Menge an Brot und Müsli und Cerealien und so um das 4-fache erhöht, ja, und das andere Zeug, vor allem die gesunden Fette, wieder reduziert, ja. Das heißt, das ist zum Beispiel einer der von vielen Dingen, die hier in diesem Buch aufgeklärt wird. Ich bin gerade am Durchlesen, mache dann noch ein paar Reviews zu. Und das finde ich sehr interessant, weil man halt immer wieder sieht, wie gar nicht die Gesundheit an sich im Vordergrund steht, sondern einfach immer meistens ökonomische Interessen von demjenigen Institut oder was auch immer, der diese Empfehlungen abgibt. Und deswegen
Denkt an mein Video von neulich, wo ich gesagt habe, wichtig ist immer, dass man auf sich selbst hört, vor allem. Ja, also wer so viel Brot und Nudeln und so den ganzen Tag frisst, der braucht sich nicht wundern, wenn irgendwann eine dicke Diabeteswampe auf ihn wartet, ja. Also, für gesunde Ernährung, checkt die Culinaro-Rezepte, die ihr auf culinaro.de findet, und abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich werde jetzt in Zukunft noch mehr Videos hier über dieses Buch machen und auch noch, das ist auch noch in der Pipeline natürlich, und zwar hatte ich euch ja schon versprochen, hier kommt auch noch was dazu, 4-Hour Body von Tim Ferriss, und zwar einmal mit den Kapiteln Slow Carb Diet, die Slow Carb Diät analysiert von mir, und das Thema 15 Minuten Orgasmus bei Frauen und so weiter und so fort. Das alles bald, wir sehen uns am Strand, dein Kolja Barkhorn und ciao.